Euer Samstag, neues Projekt und High Punkt. Du produzierst also Eisenabfall, oder was wird das? Jawohl, wir machen heute eine Schild mit Metallauflage. Und dafür brauchen wir die Metallstückel. Die sind ja ganz verbogen. Ja, die habe ich schon etwas kalt verformt. Das sagen wir euch nachher noch, wie man das macht. Und jetzt sind da drei Strich drauf. Ich glaube aber, das ist bloß einer von Manni. Was ist denn das für ein Klump? Ah, stimmt. Das steht ja. Ich bin das nur gewohnt von der, wie heißt es? Scheißdreck, nein, Parkseil. Dass die nicht gestanden ist. Ja komm, du kannst doch jetzt nicht auf diesen Designfehler rumreiten, diesen total verheerenden und klumperten. Also irgendwie glaube ich, wir haben es breit. Roter. Was ich glaube, du saufst. Da ist ja Kurven drin an dem Schild. Das müsste man noch ein bisschen auf. So, dann spannen, dass das fest ist, dass nichts passiert. Da ist eine saubreite Schleifscheibe drin. Es ist mehr durchklemmt wie durchschneiden. Wenn wir es im Vergleich dann mit unserer Hauptflex sehen, schauen wir uns beim nächsten Schnitt an. Seht ihr, es da wunderbar, wie schön das Metall ausgeliert ist. Sag mal, ist die vielleicht vom Parkside? Warte mal, die habe ich aus dem Müll gezogen. Du, die ist vom Parkside. Weiß ich auch, warum sie im Müll war. Ja, also, der Winkel ist gut, die Spannvorrichtung ist auch nicht schlecht. Ist es nur diese Scheibe, die da drin ist? Vielleicht ist es eine Storscheibe. Ich habe tatsächlich das Ding aus dem Müll gezogen. Vielleicht ist es eine Storscheibe. Deine Schuppen wollte man nicht sehen. Kannst du da was lesen? Nein. Standard Metall. Okay. Eine Bosch Fleckscheibe Standard Metall. Wir hätten sogar ein Schnellspannfutter. Das hakt zwar wie die Seuche. Aber von der Idee war es eigentlich nicht schlecht. Also der Winkel ist schön. Der Winkel ist schön. Wenn man jetzt einen schönen 1-Grad-Winkel braucht, ist das kein schlechtes Werkzeug. Wenn man Zeit hat. Aber da sind wir wieder bei. Wir haben auch ein gescheites Werkzeug, Makita. Jetzt schaut mal, wie er die schneidet. Schneller, nichts ausgeliert. Ich habe es freihändig gemacht, das ist ein bisschen Scheps, aber das macht nichts. Als ob bei uns irgendwas ein Nierscheps gewesen wäre. Vor allem, wenn es ich mache. So, und dann haben wir da noch den 150er. Hast du Stress mit der Familie oder warum haust du so aggressiv in der Gegend rum? Dazu sage ich nichts, sondern mein Anwalt. Ah, das hast du aber nicht du gezeichnet, oder?
Nein, ich hätte nämlich das Kladel umgedreht, dann hätte es ganz drauf gepasst. Das hat der Mann nicht gemacht. Dann hätte es auch nicht drauf gepasst. 1:2 oder 1:2? Das ist ja jetzt gerade. Und wir brauchen hier eine Biegung. Bei denen haben wir schon Biegung. Habe ich euch gesagt, habe ich kalt verformt. Im Prinzip, ich habe ein Stück Metall. Und wenn ich hier die Kante... Du hast ein Stück Metall? Wenn ich hier die Kante bearbeite, am besten mit der Finne vom Hammer, dann biegt sich das. Und du hast ein Stück Metall? Was weißt du? Du hast einen Amboss, du hast ein Metall und du hast einen Hammer. Du hast drei Stück Metall. Ach, leck mich doch am Arsch. Wenn man da mit der Finne drauf hat, biegt sich das Metall. Muss man es gar nicht warm machen, es geht auch kalt. Der Sechs jetzt schon wieder anfängt, dass er Kurven macht. Wichtig ist, dass ich nur die rechte Seite bearbeite, die linke unversehrt lasse. Und das machen wir auf der Rückseite auch, damit wir in die Richtung keine Biegung kriegen. Und immer einmal über die ganze Länge, damit die Biegung gleichmäßig wird. Genau. Man kann es jetzt auch erwärmen, tut man es dementsprechend leichter, aber bis ich es warm mache, habe ich es kalt geschmiedet auch, weil es soll ja auch so ein bisschen so einen Haberschlag-Charme kriegen. Und das ist ja bloß ein 3 mm Blech. Nein, ich bin so beinand, Herrschaft. Macht er mir wieder schlechter. Ja, bloß der Andi kommt mit einem Zentimeter Eisen die Sushi hauen. Sieg! Ja! Die kurzen Ecken haben wir, die oberen Mittelstücke haben wir, die unteren zwei Rundungen haben wir. Jetzt fein bloß noch die da, oder? Fleißig! Fleißig der Andi. So. Ja, die kann man nicht sagen, du spitzt über die Sau. Ja, mei, der Hammer glüht, ich tropfe. Aber wir haben jetzt auch die Teile gebogen. Und jetzt gibt es erst einmal einen Kaffee. Ich meine, jetzt gibt es ein Wi-Fi-Signal. Oder doch bei 60. Der Tipferl-Scheiße übernimmt 55, haben wir gesagt. Gut. Haben wir die Schildspitze. Ich habe da schon mal was angezeichnet, das hier mir jetzt nicht passen wird. Sowieso nicht. Also wir haben jetzt gesagt, optisch finden es wir schöner, wenn wir das Eisen überlappen und doppelt nieten. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Kante reinstanzen, das Blech auf, da abschlagen, dass das sauber übereinander liegt und dann natürlich die überflüssigen Kanten entfernen. Das lasst du bestimmt wieder mich machen, weil sonst dort nämlich ein Spitzen kommen und das wollen wir nicht. Ein Körnerpunkt. Das habe ich jetzt auch schon zehnmal gesagt, aber das nächste Projekt wird endlich das Bohrerbrett. Das habe ich auch gerade gedacht. So Bohrerbrett war ein gutes Projekt. Was wir schieben, da will ich ein paar Drehmacher. Ja, der Andi.
Vielleicht kriege ich endlich das Schüttel. Diesen Scheißdrecks Leim einmal aufgebraucht. Wenn der Zahnspachtel nicht mehr tat, tat's dann loswerden. Na, da hat man mal Zahnspachtel, weil der Leim so ein Dreck ist. Der hat bestimmt auch seine Anwendungszwecke. Hat er? Zum Beispiel, wenn man aus Seegleim versucht, dann Sperrholzplatten zu machen. Dann kommt da noch eine wunderschöne Plastikplatten raus. Genau. Und immer schön sparen, gell? Und dann werden wir unsere Querbrettel drauflegen und das mit 1 bis 7 Schraubzwingen leicht verstärken. Fangen wir mit dem ersten an, dann verrutscht man die Scheiße nicht mehr beim Auftragen. So, natürlich. Oh, der Andi kämpft mit der letzten Schraubzwinge. Ja, da ist ein Leim drauf. Wie hat das bloß passieren können? Das haben eh alle probiert. Wir sind so sparsam mit dem Zeug. Wie viel Zentimeter hast du rausgebracht aus dem Eimer? Zu wenig, viel zu wenig. Ah, scheiße. Tada! Man sieht den Schild vor lauter Bäumen, er zwingen nicht. Ja, mei. Ja, Zwingpause, Kaffeepause. Ja, bei der Menge Leim ungefähr für die nächsten 6 Wochen. Jawohl. Der Rohling ist jetzt fertig verleimt, jetzt gehört der Kobit. Mit einem Hobby. Na, das ist ein Bierhobby. Mit einem Hobby? Na, mit einem Hobby. Das ist ein Hobby, das ist eine Langbank. Mit sowas kann man eine große Fläche schön plan kriegen. Da kriegt man aber die ganze Fläche eine schöne, gleichmäßige Oberfläche. Hast zwar die Hobelmarken drin, da geht man nachher nur mal kurz mit dem Schleifpapier drüber. Aber hier, wo die nicht ganz stimmen von der Höhe her. Und weil er auf der Seite eine Bemalung kriegt, als Wappenschild, der man... Seht ihr heute, der Schleifer in ihr schleift. Jawohl, schleift man ein bisschen. Ein Schmelzbohrer. Tun wir den Bohrer her. Das ist unser Nietenbohrer. Ich habe da einen speziellen Lagerort für solche Bohrer. Er hat genau den Durchmesser von unseren Aluniten. Wir werden hoffentlich nur anhaben. Aber da sind beide Schneiden abgebrochen. Eine Niete, zweite Niete. Ich sehe auch zwei Nieten, jawohl. So schön kann man arbeiten, wenn man Flex hat, die von selber steht. Oh, der Andi hat jetzt die Schnauze voll, jetzt bohrt er einfach ein Loch rein. Du glaubst, der Mann ist verzweifelt. Zumindest durchgeführt. Holz ist voll schöner wie Metall. Aber Metall staubt nicht so kreislich.
Ja, wie Sie sehen, er ist immer noch aggro und bohrt Löcher wahllos ins Metall. Aber jetzt hat er kleineres Metall, drum hat er Schraubstock in die Hand genommen, damit es nicht rumschleudern kann. Weil Arbeitssicherheit schreiben wir wie groß. Ganz groß. Manni spielt mit der neuen Flex. Die steht. Wie hat es denn ein Ingenieur geschafft, eine solche Leistung zu erbringen? Der Schild ist jetzt soweit fertig genietet. Wir haben jetzt noch alle ungefähr 10 cm eine Niete gesetzt. Und jetzt gehört er eigentlich bloß noch ausgeschnitten. Immer wenn man zur Niete kommt, muss man ein bisschen anheben, ein bisschen schräg sägen. Der Schild hat ja eine Schildform. Jo, da innen rein kommt jetzt ein Wappenschild im Schild. Das sind die Motive, die drauf kommen. Jetzt sage ich aber, sagen wir, machen wir zuerst die Griffnui und dann fange ich das Malen an. Griffnui? Na, dann haben wir da den Handgriff. Hört um mal runter, dann nimmt sie es besser. Jetzt machen wir hier noch die Halteschnalle hin. Ansonsten müssen wir mal Manni seinen Arm nehmen. Wir haben gemessen, also Handmitte bis Ellenbogen beim Kunden. Und das sollte halt immer unbedingt ungefähr stimmen. Beim Manni stimmt es eher wie bei mir, nehmen wir Manni seinen Arm. Manni, geh her. Jetzt ist da ein Wappenschild auf das Wappenschild gemalt. Doppelt gemoppelt schildet besser. Meinst du wirklich, dass das Wappenschild einen zusätzlichen Schutz auf dem Wappenschild macht? Ja, vielleicht Magic. Ich darf halt ein Wappen aufs Wappenschild malen. Aber man kann natürlich auch ein Wappenschild aufs Wappenschild malen. Mensch, Gassner! Hast du Survival-mäßig gearbeitet oder was ist los mit dir? Ja, wir haben ja gerade ein Survival-Bastler-Video gemacht und habe jetzt das falsche Hemd an, aber man sieht es mir nach. Die Farbe musste nämlich ein bisschen trocknen. Also von der Weide schaut es gut aus. Ich habe jetzt hier noch die Sachen, wo ich. Der Andi hat ein bisschen beim Durchpausen die Blume weiter rausgemalt. Aber die schleift man noch weg jetzt, wo es trocken ist. Und da in der Mitte hat er einmal den Übergang. Kannst du ganz kurz. Den Übergang noch nicht ganz schön hinbekommen, das passiert halt einmal. Ja. Da haben wir jetzt die weiße Farbe ein bisschen vom Roten runtergekratzt und dann halt nochmal drüber arbeiten. Und dann wird das eigentlich eine schöne Sache. Ich verstehe zwar immer nicht, warum da ein Wappenschild auf dem Wappenschild ist. Es hat es tatsächlich gegeben, ich finde es auch völlig sinnfrei. Warum male ich nicht die ganze Fläche aus, aber... Ja, und als nächstes male ich den Wappenschild mit dem Wappenschild gemalt auf ein Wappenschild. Und irgendwann habe ich bloß noch so ein faustgroßes Wappen in der Mitte und 15 Schilde auf meinem Wappenschild gemalt, oder was? Ja, Gina hat ja erklärt, es gab tatsächlich Wappen, die auf Wappenschilde in klein gemalt wurden. Und teilweise befand sich im Wappen auf dem Wappenschild noch ein Ritter mit einem Wappenschild, auf dem ein Wappen war.
Ja. Es gab auch Wappenschilde, auf denen 4 Wappen waren. Um die Familienverhältnisse zu zeigen. Oh, Schwiegermutter mit einem Wappen auf dem Schild. Ja, Schwiegermutterwappen mit drauf. Ja. Na, es wird. Der Rand ist geil, das Schild ist geil. Wenn alles gemalt ist, müssen wir dann noch einmal ein bisschen Olivenöl drüber gießen. Genauso, da wo frei bleibt. Obwohl, wir kannten es auch gleich Taucher. Ja, vielleicht nicht. Taucher war, glaube ich, das Richtige bei dem Schild. Da wo frei bleibt, kommt das Olivenöl hin. Als und ja, auf die Seiten kommt Olivenöl, auf die Rückseite kommt Olivenöl. Nur nicht ausgemalt. Wir olivenölen alles. Danke, dass du wieder dabei warst. Wenn es euch gefallen hat, da haben wir noch ein paar Videos von uns. Und hier hätten wir noch unseren Abo-Button, dann ist es ziemlich gefreut, jetzt wieder ein Abo da lassen. Und außerdem sind wir jetzt auch auf Instagram, die Schildmacher offiziell. Bis demnächst, Servus. Fertig.